Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind mit dem Prolog durch und haben uns nun in Galen und Üphelon eingefunden. Und zwar hier unten am Wegschrein des Umlands von Vasdyr. Da beginnt die Hauptquest und da unten ist schon ein alter Bekannter. Euch haben wahrlich die Götter geschickt, um uns vor der verdorrten Hand zu retten. Vielen Dank. Ah, ihr seid es. Ich hätte wissen sollen, dass ihr auch auf Galen auftauchen würdet. Genau zur passenden Zeit. Wir haben hier heute mehr als genug Ärger. Ich habe einen Posten als Soldmagier bei Graf Mornar angenommen. Doch er braucht sämtliche Hilfe, die er kriegen kann. Und er bezahlt gut dafür. Was für eine Art von Hilfe sucht ihr? Das Übliche. Nun, etwas mehr als das. Galen wird von Meereselfenpiraten belagert. Doch das sind keine einzelnen Überfälle mehr. Haus Mornar verteidigt die Insel nach besten Kräften. Doch seine Ritter sind überstrapaziert. Und die Druiden sind zu abgelenkt, um auszuhelfen. Haus Mornar kennen wir doch. Was lenkt die Druiden ab? Irgendein Streit zwischen den Zirkeln. Ich habe noch nie erlebt, dass die Druiden miteinander so im Zwist sind. Doch wenn ihr zu helfen bereit seid, sprecht mit dem Sohn des Grafen, Sir Stefan Mornar. Er ist vor Vasdyr und führt die Bemühungen zur Vertreibung der Meereselfen an. Was meint ihr, Seefahrerin? Ich werde mit Sir Stefan Mornar über die Vertreibung der Meereselfen sprechen. Sir Stefan Mornar ist vor Vasdyr bei Fürst Bakaro, dem Anführer der Liga der Standhaften. Was mich daran erinnert, dass ich die Heilkräuter habe, um die er gebeten hatte. Gebt sie Fürst Bakaro, Seefahrerin. Ich werde mich nun auf den Weg machen, um die Meereselfenangreifer an der Windtankfeste abzuwehren. Erzählt mir mehr über diese Meereselfen. Die Meereselfen? Ihr habt nicht viel Zeit in diesen Gewässern verbracht, was? Eigentlich heißen sie Maormer, doch niemand nennt sie so. Sie sind blutdürstige Räuber von der großen Insel Pyandonea. Wir sehen meist nur ein oder zwei Schiffe von ihnen, doch dieses Mal ist es eine ganze Flotte. Eine Piratenflotte? Eine riesige. Sie nennen sich die Grauen Segel. Sie sind ein wilder Haufen von Piraten, die schon einige Zeit Ärger auf dem Archipel machen. Doch niemandem ist aufgefallen, wie groß ihre Flotte ist. Jetzt scheinen sie mehr auf Eroberungen als auf Plündereien aus zu sein. Wer führt diese Piraten an? Meeresfürst Nalos. Er rekrutiert Meereselfenkapitäne und bietet ihnen einen Platz in der Flotte der Grauen Segel. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er versucht ein eigenes Meereselfenkönigreich abseits von Pyandonia zu gründen. Das könnte unsere derzeitigen Widrigkeiten erklären. Was war das über einen Druidenstreit? Die Druiden des Systren-Archipels sind in drei Zirkel unterteilt. Die Steinlehre, die Ahngezeiten und der Feuersang. Meist kommen sie miteinander aus oder ignorieren einander zumindest. In letzter Zeit eher nicht. Ein Feuersang namens Erzdruide Michiel griff den Glenmory-Wirt an. Ja, das sollte der eigentlich wissen, weil immerhin war er bei der Quest dabei. Ich weiß, Seefahrerin. Ja. Ich war dort. Der Feuersang sagt, er wisse nichts über Erzdruide Michiels Reisen und wäre mit seinen Taten nicht einverstanden. Ich glaube das nicht. Die Steinlehre und die Ahngezeiten tun das ebenso wenig. Was ist mit Free und Druidin Laurel? Sind sie hier? Hi, sie haben Zeit in Glimmerbergsee, einem Steinlehre-Dorf im Norden, verbracht. Laurel hat auch die Meereselfen-Eindringlinge ausgekundschaftet. Free weicht selten von ihrer Seite. Man kann kaum glauben, wie sehr Free gewachsen ist. Gereift? Ich bin mir unsicher, wie man es beschreiben soll. Eine Frage noch. Warum streiten sich die Druidenzirkel gerade? Druidin Laurel meint, es hätte etwas mit einer alten Prophezeiung zu tun. Die Ahngezeiten geben den Meereselfen die Schuld. Und der Feuersang weigert sich, sich überhaupt zu erklären. Also wisst ihr genauso viel wie ich. Was macht ihr hier, Dulev? Nach unserem letzten gemeinsamen Abenteuer wollte ich mehr tun, um Druidin Laurel bei der Erkundung der druidischen Geschichte zu helfen. Ich kam hierher zurück, um ein paar alte Bücher aufzuschlagen und um ein paar Fragen zu stellen.
Galen ist schließlich wie ein zweites Zuhause für mich. Ein zweites Zuhause für euch? Wisst ihr noch, wie ich ein Schiffsunglück erwähnte, das ein paar Jahre zurückliegt? Als die steinleeren Druiden mich retteten und bei sich aufnahmen, mir beibrachten, die Welt anders zu sehen. Das war hier auf Galen. Ich tauschte mein Entermesser für die Magie ein. Doch in letzter Zeit brauchte ich sowohl Klinge als auch Stab. Wie seid ihr dann in Diensten des Hauses Monar gelandet? Graf Monar ließ die Magiergilde wissen, dass er einen Kampfmagier anheuern möchte. Ich war schon hier. Daher schickte die Gilde mich. Nicht das erste Mal, dass ich meine Klinge für Sold verkauft habe. Oder meinen Stab. Ich berate den Grafen und mache mir nötigenfalls auch die Hände schmutzig. Ja, ich schätze mal, da können wir jetzt gleich die zweite Frage noch hören. Was war das über einen Druidenstreit? Die Druiden des Systren-Archipels sind in drei Zirkel unterteilt. Die Steinlehre, die Ahngezeiten und der Feuersang. Meist kommen sie miteinander aus oder ignorieren einander zumindest. In letzter Zeit eher nicht. Ich hatte schon Ärger mit den Ahngezeiten-Druiden auf Hochinsel. Übrigens mit den Maoman auch. Das war nämlich eine der ersten Quests, die wir hatten auf Kenassis Rast. Die Ahngezeiten verabscheuen die bretonischen Adelshäuser. Eigentlich sogar alle Außenseiter. Sie glauben, die Inseln gehören den Druiden. Und einige handeln auch in dem Glauben. Doch auf Galen herrscht eine Art Waffenstillstand. Allerdings bedeuten die Meereselfen für alle Ärger. Ja, das ist zumindest zum Teil etwas Gutes, weil wenn man einen gemeinsamen Feind hat, fällt es leichter, sich zu verbünden. Mal schauen, was da noch draus wird. Also, wir müssen mit ihm sprechen. Hallo? Bleibst du mal stehen? Die Standhaften sind hier, um jenen zu helfen, die unter den Angriffen der Meereselfen leiden. Ich kann euch keine Ritter zur Seite stellen. Dann müssen wir uns selbst um die Meereselfen kümmern. Ich weiß nicht, was die Druiden aufhält. Ihr vertraut zu sehr auf diese Bettler in Efeurum, Stefan. Na, wenn das nicht Fürstin Arabels talentierte Unterstützung ist. Ich hätte mir denken können, dass Galens Widrigkeiten euch herlocken würden. Was kann ich für euch tun, meine Freundin? Ja, jetzt weiß ich auch wieder, wer das ist. Genau. Dulev bat mich, euch diese Vorräte zu übergeben. Ach, vielen Dank. Uns fehlen die Leute und ich konnte noch niemanden losschicken, um sie zu holen. Wie ihr sehen könnt, sorgen die Kämpfe auf Galen für unendlich viel Leid. Und die meisten der Opfer sind einfache Bauern und Dorfbewohner und keine Soldaten. Verdammt seien diese Meereselfenpiraten. Das alles wegen der Meereselfen? In weiten Teilen. Es gab auch ein paar andere Zwischenfälle unter den Druidenzirkeln. Doch die Meereselfen sind auf jeden Fall die größte Bedrohung. Sprecht mit Sir Stefan Mornar. Ich bin mir sicher, er wird euer offensichtliches Talent zu nutzen wissen. Ich werde mit Sir Stefan sprechen. Der junge Sir Stefan ist dort drüben bei seinem Vater Graf Mornar. Sie werden gern jede Hilfe annehmen, die ihr zu leisten bereit seid. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, die Arbeit der Liga der Standhaften ist nie getan. Was macht die Liga der Standhaften hier? Die Mornars sind sozusagen Nachbarn. Graf Leonard gab mir Bescheid, dass Galen Schwierigkeiten mit Meereselfen hat. Ich habe viele Verantwortlichkeiten auf Hochinsel, aber trotzdem, ich musste einem alten Freund helfen. Was ist mit den Friedensverhandlungen auf Hochinsel? Ich versuche an zwei Orten zugleich zu sein, so gut ich kann. Dazu gehören viele Reisen zwischen Bastyr und Gonfalon. Zum Glück kann ich darauf vertrauen, dass Fürstin Arabelle sich um die Anführer der Allianzen kümmert, solange ich abwesend bin. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum die nicht einfach Portale nutzen. Aber okay, lass mich doch mal hier durch. Wohlan, Abenteurerin. Falls ihr nach Arbeit sucht, so kann ich jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Meereselfenüberfälle sind nichts Neues auf Galen, doch sie haben noch nie in solcher Zahl angegriffen. Die ganze südwestliche Küste wird belagert. Was wollen die Meereselfen? Ich bin mir nicht sicher. Die meisten Meereselfen sind Piraten. Sie haben es für gewöhnlich auf leichte Beute abgesehen. Doch diese grauen Segel sind entschlossener als jeder andere Maorma, den ich je gesehen habe. Was auch immer ihr Ziel ist, wir müssen sie zurückdrängen. Was soll ich für euch tun? Gebt mir eure Karte. Ich habe Berichte über Grauensegel bei der Windtangfeste, dem Dorf Tuin und an der Sonnenkluftbucht erhalten. Ihr müsst für mich diesen Sichtungen nachgehen und die Meereselfen vertreiben, die ihr dort findet.
Lasst sie wissen, dass Garland sich nicht kampflos ergeben wird. Seid ihr bereit für einen Kampf? Nicht so bereit, wie es mir lieb wäre, meine Freundin. Wir haben nicht genügend Ritter, um die ganze Insel zu beschützen. Doch ich brauche Informationen sogar noch dringender, als ich Soldaten brauche. Findet heraus, was die Grauen Segel wirklich wollen, wenn ihr könnt. Und wo sie als nächstes zuschlagen wollen. Ich ziehe sofort los, Sir Stefan. Alle drei Orte, die ihr für mich untersuchen müsst, liegen im Osten. Vertreibt die Meereselfen, die ihr an der Feste und im Dorf vorfindet. Und versucht herauszufinden, was sie an der Bucht vorhaben. Meldet euch wieder bei mir in Vastyr, sobald ihr fertig seid. Erzählt mir von den Orten, die angegriffen werden. Die Zeit drängt, doch es ist klug, mehr über die Situation herauszufinden, in die ihr gestolpert seid. Welcher Ort interessiert euch? Erzählt mir von der Windtangfeste. Das ist eine alte Feste, die vor Jahrhunderten auf der Windtangspitze errichtet wurde, um Vastyr gegen Angriffe aus dem Osten zu schützen. Sie ist in keinem guten Zustand, doch wir besetzen sie so gut wir können, wohl nicht gut genug. Noch etwas? Was könnt ihr mir über das Druidendorf sagen? Tuin, das ist eine Ahngezeitensiedlung. Ihre Bewohner haben wenig für das Haus Monarr übrig, doch die Meereselfen mögen sie noch weniger. Ich rechnete damit, dass sie sich tapfer gegen die Grauen Segel wehren. Aber wir haben schon eine Weile nichts mehr von ihnen gehört. Gibt es noch Fragen? Warum ist die Bucht wichtig? Bis heute hätte ich die Sonnenkluftbucht für unwichtig gehalten. Sie ist ein durchaus malerischer Ort, doch es gibt wirklich bessere Stellen für eine Anlandung der Grauen Segel. Ich habe keine Ahnung, was die Meereselfen dort wollen. Ist das alles? Welchen der drei Orte sollte ich zuerst besuchen? Das überlasse ich euch. Mit etwas Glück findet ihr Verbündete an der Feste oder im Dorf. Doch was ihr auch tut, tut es schnell. Wenn wir uns der Meereselfenbedrohung nicht jetzt stellen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie vor den Mauern von Vastyr stehen. Ja, und weil Teso uns ja für doof hält, fragen wir nochmal, wer wart ihr noch gleich? Entschuldigt, bei all der Aufregung habe ich vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Sir Stefan Mornar und dies ist mein Vater, Graf Leonard Mornar. Unser Haus hat die Ehre, die Insel Garland für unseren Lehnsherrn Großkönig Emmerich zu regieren. Euer Vater regiert also Garland? Es wäre wohl zutreffender zu sagen, dass er Vastyr und dessen Umland regiert. Die Nordhälfte von Garland ist vor allem Wildnis. Es gibt dort einige Druiden, doch sie kümmern sich um ihre eigenen Belange. Was sagtet ihr über die Druiden? Garland mag für sich in Anspruch nehmen, eine bretonische Liegenschaft zu sein, doch die Druiden haben hier schon seit Jahrhunderten gelebt. Manche von ihnen mögen keine Stadtbewohner, aber sie verteidigen die Küste zweifellos vor Piraten. Insbesondere der Ahngezeitenzirkel. Es passt nicht zu ihm, einen Kampf zu meiden. Ahngezeitenzirkel? Einer der drei Druidenzirkel im Archipel. Die Ahngezeiten leben an der Küste und mögen keine Außenseiter. Der Feuersang besteht aus Eremiten, die uralte Orte der Macht bewahren. Dann gibt es noch die Steinlehre. Ich habe bei ihm gelernt, als ich noch jung war. Alter, was war das? Ihr habt bei den Druiden gelernt und was ist das für eine Explosion? Bei den Druiden und bei einem Ritterorden. Man könnte wohl sagen, ich habe eine gut abgerundete Ausbildung auf den Systren erhalten. Falls ihr interessiert seid, erzähle ich euch später mehr. Jetzt müsst ihr für mich aber diese Orte überprüfen. Hallo? Steht die Insel noch? Ja? Alles gut? Oh mein Gott, was war das denn gerade? Okay, also, stimmt, der hat ja gesagt, im Osten hier unten, da und da in dem Verlies müssen wir uns einmal umsehen. Nachdem ich jetzt den ersten Schock hier verdaut habe, treffen wir uns dann gleich am ersten Ort wieder. Bis gleich. So. Hey, hier drüben. Du gehörst zu meiner Quest, oder? Ich dachte mir schon, dass ich euch hier vielleicht treffe. Sieht aus, als wäre eine Mannschaft Meereselfen an Land gegangen und hätte die Feste übernommen. Jetzt sind noch mehr von diesen Seegurken auf dem Weg. Ich hatte auf etwas druidische Hilfe gehofft, doch die traf nie ein. Also liegt es nun an uns. Sir Stefan schickt mich. Was schwebt euch vor? Ich habe mehrere Meereselfenkriegsschiffe voller Verstärkung gesehen. Zum Glück sind die Ballisten der Feste unversehrt. Erreicht die Ballisten und haltet diese Schiffe auf. Das wird uns Zeit verschaffen, um die Angreifer abzuwehren, die schon am Ufer sind. Was werdet ihr tun? Ich werde versuchen, die Ritter zu sammeln und den Verwundeten zu helfen.
Wir brauchen sie, um die Feste zu halten, sobald ihr die Verstärkung daran gehindert habt, das Ufer zu erreichen. Trefft mich am Felsufer nördlich der Feste, sobald ihr fertig seid. In Ordnung. Ich setze die Ballisten ein, um die Meereselfenschiffe zu vertreiben. Haltet euch rechts, sobald ihr in die Feste kommt. Es gibt einen Pfad, der hinunter zum Anleger führt. Dort findet ihr die Ballisten. Ich würde denken, dass die grauen Segel beim ersten Anzeichen von Widerstand fliehen. Sie werden ihre Schiffe nicht gegen Ballistenangriffe aufs Spiel setzen. Ja, das wollen wir doch mal hoffen, dass sie das nicht tun. Also, rechts halten. Kommt einfach alle mit. Wie komme ich denn hier? Soll ich jetzt da hoch oder da runter? Tiefer. Aber die Ballisten sind doch nicht hier, oder? Wert Meeres... Das ist jetzt wieder höher. Oh, Leute. Moment, da ist aber auch was. Ah, da hinten ist eine Balliste. Ha, ich habe eine gefunden. Ja. Funke, übernimm den Rest. Ich muss mich um die Balliste kümmern. Aha, jetzt habe selbst ich es verstanden. Sehr schön. Auf zum nächsten. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass die Ballisten oben wären. Jetzt muss ich da hinten, aber auf die andere Seite, oder? Moment. Guck mal eben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war, aber ich denke, dass irgendwo hier eine Balliste sein müsste. Da ist ein Aufgang. Da ist auf jeden Fall ein Schiff. Also müssen wir ja theoretisch auch hier... Ja, bleib doch jetzt einfach am Pfosten hängen. Müssen wir auf jeden Fall hier irgendwo eine Balliste finden. Theoretisch. Ah, praktisch auch. Sehr schön. Linke, gib mir Rückendeckung. Wo ist denn noch ein Schiff? Oder sollen wir das große hier jetzt... Nein, lass mich nicht mal umsehen. Hallöchen. Auch noch meisterhaft. Das ist schlecht. Ich bin mit dem nicht ausgelevelt. Boah. Mit dem letzten. Ach, da hinten. Doch, da ist noch einer. Aber keine Balliste. Oder meine ich das jetzt nur? Moment, wo ist denn jetzt hier... Ja, ja. Er ist doch eine Balliste. Die konnte man nur nicht sehen, weil wir nicht nah genug dran waren. Okay. Und dann? Funke, kannst du das übernehmen, oder? Ja. Untersucht das... Nee, sprecht mit... Untersucht das Dorf, sprecht mit... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier auf die Seite. So. So. Irgendwo... Oh, jetzt nervt doch einfach mal. Irgendwo hier. Nee, das ist noch ein Gegner. Müsste er theoretisch irgendwo hier oben stehen, oder? Ja, genau. Da ist er doch. Gute Arbeit, Seefahrerin. Ihr habt gut gezielt. Was bist du denn für ein blödes Viech? Hallo? Oh, nicht noch einer. Funke, kannst du dich da bitte mal drum kümmern? Du machst das so toll. Danke. Gut gemacht. Diese grauen Segel mögen wild sein, doch sie kennen keine Treue. Selbst wenn sie in der Überzahl sind, halten sie den Kopf nicht für Kameraden hin. Das können wir gegen sie verwenden. Braucht ihr sonst noch etwas von mir hier? Ihr habt euren Teil beigetragen.
Wir werden mit den Nachzüglern um die Windtangfeste fertig. Jetzt, da sie keine Verstärkung mehr haben, die sie unterstützt. Eure Arbeit fängt jedoch gerade erst an, Seefahrerin. Ich fürchte, wir haben noch hohen Seegang vor uns. Habt ihr etwas über die Druidensiedlung Tuin gehört? Es heißt, die Meereselfen hätten dort auch zugeschlagen. Es liegt ein Stück die Küste hoch, nach Norden. Ich glaube, Druidin Laurel vom Steinlehre-Zirkel ist dort und geht dem nach. Ich wüsste es zu schätzen, wenn ihr ein Auge auf sie haben könntet, Seefahrerin. Laurel ist wie ein Teil meiner Familie für mich. Ja, und da Teso uns ja für blöd hält, wer ist noch gleich Druidin Laurel? Laurel fand mich halb ertrunken, nachdem mein Schiff vor 10 Jahren verunglückte. Sie war damals noch ein junges Mädchen, doch sie war schlau genug, Hilfe zu holen. So kam ich zu den Steinlehre-Druiden. Seitdem ist sie eine Freundin. Sir Stefan sagte, dass Meereselfen an der Sonnenkluftbucht wären. Ei, das habe ich auch gehört. Irgendetwas über Meereselfen, die Gefangene in eine Höhle bei der Bucht gebracht haben. Seltsam. Wenn die grauen Segel Gefangene genommen haben, warum haben sie noch kein Lösegold gefordert? Bannerträger Korrig wollte dem nachgehen. Helft ihm, wenn ihr könnt. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.